Also manchmal ist das Spiel zu undurchdacht. Buggy? Buggy nicht unbedingt, aber die Kameraführung, wenn das Splitscreen sich so dreht ständig und du mit dem Cursor dann nicht dahin kommst, wohin du willst, die sollten einfach einen ständig geteilten Splitscreen haben, so wie auf der Overworld, finde ich. Würde vielleicht weniger Probleme verursachen, ja. Aber wir haben 1 Million, wir können uns die Stats mal 2 kaufen. Yay! Excelsior! Spaß macht's ja trotzdem. Ist halt nur manchmal ein bisschen... Bisschen nervig. Bisschen. Danke, dass Sie uns Agent Coulson zum Aufräumen geschickt haben. Sie waren zu der Zeit S.H.I.E.L.D. behilflich. Außerdem kann ich das abrechnen. Aber es gibt noch etwas, wofür ich Ihre Hilfe brauche. Magneto hat den Tesseract gestohlen und wir haben seine Energiesignatur nach Latveria verfolgt. Endlich ist es an der Zeit, Operation Latveria zu starten. Warum hat das Plan so lange gedauert? Genehmigung, Gegenzeichnungen, 4 Änderungsrunden. Unglaublich, die Bürokratie, mit der ich mich hier rumschlage. Wenn Doom die Kraft des Tesseracts mit diesen kosmischen Steinen verbindet... Könnte das sehr gefährlich werden. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt geht's! Nein, noch nicht. Sagen Sie es Ihnen, Sir? Eine Bedrohung nach der anderen, Coulson. Jetzt ein Erdbeershake. Ich hoffe mal stark, dass wir nicht Was denn? Ein bisschen Bewegung und ein paar Brocken weniger würden dir ganz gut tun. Gleich siehst du was. Willst du noch weitermachen oder wollen wir eine Pause machen? Muss ich noch ein bisschen weitermachen. Okay. Jetzt sind wir wieder hier auf Free World. Was kann die denn hier? Wer bin ich? Ach, macht sich unsichtbar und... Mit dem Fantastical natürlich. Ich glaube, er steht immer also, noch irgendwo im Central Park. Also... Man kann hier nichts wechseln, wenn man lange Y drückt. Ihr werdet sofort in Latveria gebraucht. Richtig, wenn man lange Y drückt, wurde gesagt, man könnte die Charaktere wechseln. Bullshit, denn mit Y passiert dies hier. Kann man schießen. Und wenn man lange X drückt... Passiert auch nichts, wenn man lange A drückt, passiert dies. Wir sind ja noch in der Story, vielleicht wenn man in der im freien Modus spielt. Ja, wir eben, wir sind ja auch nicht im freien Spiel. Nee. Und, von daher war das Bullshit. Dann spielen wir jetzt mal mit den Fantastischen Vier und Captain America. Ja, America kennt die nämlich und ist ein guter Kumpel von denen. Versteht jetzt keiner, aber... Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich hüpfe hier ein bisschen rum, gucke mich um. Oh, hier ist was. Ja, haben wir denn einen dabei? Nee. Ja, doch, den Fireman. Klar, wir können aber nicht wechseln. Wo ist denn Feuerio? Ja, der kann doch nicht einfach weglaufen. Was macht der? Man kann nicht wechseln hier. Ah, das kann ich aber. Wohin auch immer. Ich hab was für dich. Hot Dogs. Oh, es gibt heute auch bei uns Hot Dogs. Ja, Hot Dogs. Ich hab dir was zusammengebaut. Du kannst nur für dich hier in etwas Nützliches verwandeln. Verwandle dich in was Nützliches. Mach ich doch gerne. Ich sonst immer so unnütz bin. Okay, kann ich das? Können wir das jetzt fliegen? Ich will das fliegen, ich will das fliegen. Darf ich das fliegen? Ich will das fliegen. Darf ich das jetzt fliegen? Ich will das fliegen. Oh. Das ist unser Ziel? Oh. Das war unser Ziel. Oh, langweilig. Im Herzen Mitteleuropas liegt ein kleines Land namens Latveria, das Viktor von Doom regiert. Aber das rustikale Äußere seines Schlosses täuscht. Innerhalb der alten Mauern befindet sich eine hochmoderne Waffenkammer. Und sogar ein Breitband-Internetanschluss. Erstmal hin. Internet! Erstmal Videos hochladen. Ihr nennt das Auto Fantastica. Puh. Schön. Hat es auch Satellitenradio? Hier beginnt latverianischer Luftraum. Das örtliche Wetter düster mit 80%iger Schurkenwahrscheinlichkeit. Und einer 100%igen Angriffswahrscheinlichkeit. Wir setzen das Fantastica auf Autopilot, damit wir reinspringen können. Die Fackel und ich werden die Landezone sichern. Bombe!
Ich sehe gar nichts. Ich bin jetzt die Frau. Ich glaube, bin Fantastik. Pass auf. Man kann aber wechseln. Ich bin jetzt das Ding. Stein schlägt Sprengstoff. Richtig. Da ist es. Macht euch bereit. Aber ich kann nicht auf Feuermann wechseln. Feuermann ist nicht da. Wir haben irgendwas Tolles gesammelt. Okay. Das habe ich schon mal im Film gesehen. Der grüne Kobold ist hier. Doom heuert jeden Halunken an, den er kriegen kann. Ich frage mich, was er ihnen Tolles dafür bietet. Scheint sich zu lohnen. Er hat auch eine ganze Armee an Sicherheitswachen. Ben, ich glaube, jetzt geht's rund. Ach Mann, das war mein Spruch. Direktor Fury. Hören Sie, wir wurden vom Kurs abgedrängt. Speichern. Das bringt nichts. Unser Signal wird immer unterbrochen. Du musst ein Störgerät in der Nähe haben. Bisschen voll auf den Kopf gehauen. So. Ich mach mal, ne? Okay, ich bin zu doof. Ich hab was? Achso, ich kann ja nichts zusammenbauen, weil ich bin zu blöd. Ich bin ja das Ding. Ach, hör auf, ihn das Ding zu nennen, das ist voll gemein. Der heißt so. Gar nicht. Doch. Das hat sich nur der eine aus die Fackel ausgedacht, weil der den ärgern wollte. Ja, wie heißt der dann? Ben. Was ist das? Ben Steini. Hörst du mal auf? Steini Ben. Du machst mir alles kaputt gerade. Ich muss das hier irgendwie zusammenbauen, ich weiß nur nicht wie. Ja, bau halt mal. Ja, ich weiß doch nicht wie. Mach halt mal ordentlich hier. Ja, keine Ahnung, was ich hier bauen soll. Soll? So? Es wäre geil, wir müssen doch nur hier hochkommen. Ja, soll ich... Aber, geht das so? Ja. Cool. Hier kann... Ben? Da oben links steht auch Ding, hast du gesehen? Also ist das Ding. Aber im Film war das so. Im Film, den kennst du, den Film. Ja, den kenne ich. Ausnahmsweise mal. Ist ein Knopf. Aua. Ich hab dich runtergekickt. Und du springst hinterher. Glückwunsch. Ja, mach halt kaputt. Ja, was denn? Wie denn? Ja. Ja, das da hier. Ja, wie denn? Ich weiß nicht. Geht nicht. Aha. Es geht nicht. Kann ich nicht. Ich kann nur... Jetzt vielleicht? Wow. Okay. Ist geschafft. Da musst du dich jetzt nützlich machen. Wie immer. Mach mal den Schalter da. Okay. Damit Frau hier auch hoch kann. Und Steinklotz. Die Frau, die telekinetische Fähigkeiten hat, aber mal nicht schweben kann. Ja, die kann sich nur unsichtbar machen. Und sie kann Laser in ihren Kopf schießen und... Was? Okay. Wenn du jetzt aufhörst, die Kamera zu drehen, könnte ich ja auch was machen. Könntest du mal ich bitte... Ich bewege mich nicht. Doch, du hast dich bewegt. Ja, einmal kurz. Ja, könntest du dich jetzt so bewegen, dass ich das Ziel auch sehe? Ja, ich stehe direkt hinter dir. Ja, du musst aber die Kamera so drehen, dass ich... Ja, aber wie soll ich mich denn da hinstellen, Bu? Wohin? Ich kann... Ich habe eine Theorie. Soll ich mich runterstellen, wenn es das... Und wenn ich es in deiner Kamera sehe, das... Oh, ich sehe es doch so nicht. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Stell dich rechts ändern. Hin, unten rechts. Da ist es doch kurz, ich sehe doch nichts. Das meine ich. Ja, aber ich... Aber es vibriert, vielleicht habe ich es jetzt getroffen. Es schwenkt immer so. Nee, ich treffe nichts. Es schwenkt immer so, es bleibt nicht so, weißt du? Ich treff doch nicht. Ich kann's doch auch nicht ändern. Wo muss ich denn hinschießen? Ach, weißt du was? Wo muss ich denn hinschießen? So. Und jetzt? Jetzt musst du da hinschießen. Aber wohin? Ja, da drauf, oder nicht? Ah, da, es hat sich bewegt. Guck, auf das kleine Ding musste ich zielen.
Wie soll man das als zwei Spieler schaffen? So. Vor allem, wenn die Kamera nicht dahin kommt. Komm zurück. Ja. Sofort. Bin wieder da. Da bist du. Kack, zwei Spieler Kamera. Jetzt weißt du, warum der zweite Spieler sofort so easy aussteigen kann. Diese Schüsse können die Quelle für die Störungen sein. Wir müssen sie deaktivieren. Also so schlimm wie gerade wurde es noch nie. Ich bin angeschossen. Kriegt irgendwie das Gefühl, das Spiel wird immer verbuggter, je weiter man kommt. Das ist voll schlimm. Boah, ich kann voll hier den Boden so. Zack! Ja, kannst du dich nützlich machen. Okay. Mach schon. Oh, ich war ja gar nicht er. Du warst ja er. Oh Mann! Ich wusste, dass du das gedacht hast. Ich dachte jetzt und dann. Aber, ja, wusste ich. Bam, bam! Den Knopf drücken. Dann drück ihn, den muss kann ich aber nur drücken. Ja, du bist so blöd. Mann. Ich hätte fast gesagt, zu blond, aber so böse bin ich dann doch nicht. Zu doof. Weil blond sein heißt ja nicht direkt, dass man doof ist. Was passiert da gerade? Achso, ich muss das machen. Hör mal auf zu hüpfen, ich muss das machen. Keine Ahnung was. Ja, mach halt. Ja, aber was denn? Ja, da Dinger. Hä? Ich hab irgendwas gemacht. Oh, diese Kamera. Wieso muss der beweglich sein? Klar und deutlich. Wir haben einen Funkmast ausgeschaltet, der unsere Signale blockiert hat. Kann man das umstellen? Ah. 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 Göttlich. Oh mein Gott, das ist ein permanenter Splitscreen. Oh, geil. Da komme ich aber auch früh drauf. Oh. Kann man das umstellen? Oh, ist das geil. Da geht mir gerade einer ab, so ein bisschen. Ich merke schon. Gibt es da noch mehr Modis? Nee, schön vertikal. Bewegungsunschärfe aus, an. Nee, das hatten wir. Untertitel. Hätten wir vorher alles mal anmachen sollen, weil die Leute haben sich schon beschwert, dass sie die Dinger manchmal nicht verstehen. Ja, jetzt musst du bauen. So, dann bau mal. Da muss ja nur hochkommen. Toll, sie schafft das sofort. Ich noch. Auch nicht geschafft. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt hängt das hier, steckt das hier fest. Also ich bin jetzt links und Louis rechts dauerhaft. Aufhören hier mit deiner Scheiß... Ah! Okay. Auch wenn das für unsere Sitzposition gerade doof ist. Ein bisschen. Weil wir genau falsch rumsitzen dafür. So, ich habe eine Treppe gebaut. Kannst du mal von mir runterhüpfen? Sollen wir die Controller tauschen? Nein. Okay. Ich wollte es doch nur gut haben für dich. Ich komme hier nicht hoch mit meinem fetten Arsch. Ja, Pech gehabt. Ich hier halt alles töten. Siehst du denn jetzt alles, weil das Mikro ja auch da steht? Und ja, so. Ja. Okay. Also, ich glaube schon. Aber den dynamischen Screen tue ich mir nicht mehr an. Das kannst du knicken, ey. Kann ich mich irgendwie unsichtbar machen? Ja, da so. Dann bist du unsichtbar und so kannst du auch laufen. Aber nur so langsam. Ja, das ist leider der Nachteil. Was ist denn hier? Du musst mal da aus dem Charakter rauskommen. Okay, Moment. Ich glaube, das war so nicht geplant. Doch, ich konnte A drücken. Ja, aber ich musste doch erstmal die Kamera ausmachen. Nein, da hoch konnte ich doch trotzdem. Nein! Ich verstehe dein Problem jetzt nicht. Ich kann hier oben eh nichts machen irgendwie gerade. Was ist das hier? Du musst das irgendwie telekinetisieren. Du hast es irgendwie richtig gemacht. Du hast mir ganz viele Teile hoch. Siehst du, ich muss da nämlich hoch. Okay. Whatever. Auch wenn es jetzt erst gezeigt wurde. Na egal. Ich habe das Spiel gerade ein bisschen repariert. Das macht mich glücklich. Und ja, ich habe es repariert, indem ich die Option einmal umgestellt habe. Okay. Was habe ich da gebaut? Ich bin verwirrt. Sag jetzt nicht, das Splitscreen verwirrt dich mehr als der andere. Nein, ich bin verwirrt von dem Spiel. Ich weiß nicht. Was? Was passiert? Ah, jetzt ist die Kamera aus. Haben wir irgendwas, was Feuer kann? Nee, haben wir nicht. Ich hasse es, wenn man Sachen sieht, an die man nicht drankommt. Ich finde das ätzend. Wo müssen wir hin? Och, Dicky.
Wie die Ki rennt. Doch. Doch. Mach kaputt. Mach kaputt. Was ist das hier? Ey, nicht unterschubsen. Irgendwas mit Telekinese wieder. Dann wechsle ich mal auf die. Oh, das Spiel ist so viel angenehmer dadurch geworden. So. Oh, jetzt muss ich so rübergleiten. Okay. Was? Oh. Jetzt bist du runtergefahren. Niemals! Ich werde das Spiel jetzt glitschen und durchspielen. Okay. Nein, geht nicht. Ist eine Invisible Wall. Heißt zwar nicht, dass man da auch durch könnte eventuell, aber... Dann stehe ich mal hier rum. Tupsitu. Was muss ich denn jetzt hier machen? Mach dich nützlich. Ja, das ist doof jetzt hier. Komm. Los. Was werde ich denn jetzt? Eine Zigarettenschachtel, was? Nee, eine Batterie. Wo auch immer er den Saft herkriegt. Da ist eine Brücke für euch. Eine Brücke. Und da kommen so ein paar Typen raus. Brücke. Oh. Brücke. Huch. Ach, endlich wieder Feuermann dabei. Hey, Feuermann. Oh, noch lange nicht. Feuermann? Noch lange nicht. Oh, Feuermann. Ich jetzt... Ach, speichern. Speichern. Du bist müde. Oh Gott. Oh, wei. Das Level machen wir jetzt noch. Ach, Streck. Okay. Da musst du unsichtbar. Oder auch nicht. Mach Wand kaputt. Mach einfach die Wand kaputt. Okay. Der guckt grimmiger als die anderen. Dieses Böse, weil der guckt so. Der macht die Brücke nämlich aus, das ist voll böse. Nein! Vor unserer Nase hat er die ausgemacht. Brücke! Nu! Brücke, nu! Ich bin unsichtbar. Kann ich hier voll reinschnieken? Schnieken? Jetzt ist die Tür zu. Ja, weil du dich dahin gestellt hast. Huch. Jetzt hast du gewechselt. Ja. Ich komme hier nicht durch. Hau mal. Oh, okay. Immer hauen, wenn es nicht weitergeht. Machen wir die Brücke wieder dahin. Ja, gleich. Ich will erst noch alles kaputt machen. Okay. Aha. Oh, ich muss das drücken. Ich bin zu dumm. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß nicht. Hier ist irgendwas. Rüber gleich? Ach, hier kann ich ja irgendwas machen. Kannst die Dings kaputt machen, damit die Kamera ausgeht, wahrscheinlich. Ja, Kamera kaputt. Yay! Jetzt kannst du den Knopf drücken, weil das... Weißt du, anstatt wir einfach oben an der Kamera, da ist so ein Kabel, da einmal das Kabel auch rausreißen. Nein, wir müssen die beste Mechanik auseinanderkloppen. Ja, und ich kann keine Knöpfe drücken, nur du. Ja, es ist ein Knopf und die Frau kann keine Knöpfe drücken. Nein. Bist du doof zum Knöpfe drücken? Ich finde das ein bisschen diskriminierend für die Lego-Figuren. Vielleicht haben die Abi und man weiß es nicht.